Das letzte Mal haben wir gesehen, in welchen Schritten aus jenem Trümmerhaufen, der Deutschland 1945 gewesen ist, die Bundesrepublik Deutschland entstand. Und nachdem die Bundesrepublik Deutschland, wie jeder Blick auf Wanderungsbilanzen zeigt, nicht gerade ein unbegehrter Ort ist, um dort zu leben, sondern tatsächlich zu einem Erfolg wurde, lautet die Frage schon, warum hat denn diese Gründung deutscher Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert, während die Gründung von Demokratie nach der Revolution von 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, nicht funktioniert hat? Was waren die Ursachen des Gelingens der neuen Staatsgründung? Es gab Ursachen, einmal seitens der Deutschen selbst. Es war einfach offenkundig, dass der Nationalsozialismus mit seinem Politikansatz völlig gescheitert war. Auch die Verbrechen der Nationalsozialisten waren unübersehbar. Und folglich war die Vorstellung einfach selbstverständlich, dass es einen Neuanfang bräuchte. Das war sehr unterschiedlich zur Lage nach dem Ersten Weltkrieg, als die allgemeine Vorstellung die war, im Grunde habe man den Krieg gewonnen, sei aber durch die Revolution gleichsam in den Rücken gestochen worden. Und deswegen hätten Sozialdemokraten und Kommunisten, jene, welche die Revolution betrieben, Deutschland um den eigentlich errungenen Sieg gebracht. Weswegen man denen, die die Republik trugen, Sozialdemokraten, Liberalen und Zentrum, nicht über den Weg trauen wollte. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Offenkundigkeit der Trümmerberge und Leichenberge, welche die Nazis hinterließen, ganz anders. Es war ferner so, dass es in den westlichen Besatzungszonen und dann in der Bundesrepublik Deutschland völlig unmöglich war, mit offen pro-nationalsozialistischen Positionen im öffentlichen Leben oder im gesellschaftlichen Leben eine Rolle zu spielen. Es war einfach offenkundig, dass das nicht ging angesichts der schrecklichen Dinge, die zurücklagen. Folglich hielten selbst jene, die weiterhin Nazis waren, in der Öffentlichkeit einfach die Klappe, sodass es keine nennenswerte Bewegung gab, die das alte Regime wiederherstellen wollte. Obendrein wurde ja parallel zur Bundesrepublik Deutschland in der sowjetischen Besatzungszone die DDR aufgebaut. Mit Vergesellschaftung der Produktionsmittel, mit Vergesellschaftung von landwirtschaftlichen Produktionsflächen. Und gar nicht wenige Leute zogen es vor, die DDR zu verlassen. So einen Staat, wie er in der DDR entstand und in den anderen von der Roten Armee besetzten Teilen Europas entstand, wollten die allermeisten Westdeutschen nicht haben. Infolgedessen unterstützten sie ein politisches System, das ganz klar antikommunistisch war. Obendrein waren in Deutschland ja sämtliche Voraussetzungen für ein freiheitliches Staatswesen gegeben. Es war nicht so, als ob die Deutschen ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne Gewaltenteilung, ohne Vorstellungen von Demokratie die letzten Jahrhunderte verbracht hätten. Das Kaiserreich war einer der modernsten Staaten, hatte früher als alle anderen europäischen Staaten das allgemeine Männerwahlrecht. Die Weimarer Republik war von dem, was möglich war, her eine wunderbare Demokratie gewesen. Das Mögliche wurde nur leider nicht realisiert. Sodass im Grunde lediglich die Diktatur weggenommen, das Nachsinnen, das Anhängen an diktatorische Politikmuster den Leuten ausgetrieben und Anfangshilfe zur Errichtung des neuen Staatswesens geleistet werden musste. Und hinzu kam ferner, dass anders als sie sonst gewohnt sind, die Deutschen sich diesmal ziemlich pragmatisch an die Neuerrichtung eines Staatswesens machten. Weil ja die allgemeine Vorstellung die war, dass man nur ein Provisorium aufbaut, für eine Übergangszeit das staatliche Leben organisiert, war die allgemeine Vorstellung die, es kommt jetzt nicht auf die letzten Grundsätze an. Lasst uns einfach die großen Probleme, die es gibt, und sie waren wahrhaftig groß in diesen Trümmerbergen, lasst uns diese Probleme pragmatisch bewältigen. Und ein pragmatischer Zugriff schafft meistens etwas Dauerhaftes. Obendrein behandelten auch die Siegermächte Deutschland anders, als sie nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland behandelt hatten. Insbesondere die USA, die ja im Unterschied von den Franzosen nicht von Deutschen besetzt waren, die im Unterschied zu den Briten keinem deutschen Bombenkrieg ausgesetzt waren, insbesondere die USA haben einen sehr vernünftigen Ansatz gewählt,
nach einigen etwas abwegigen Politikvorstellungen, die es freilich während der Kriegszeit auch gab, etwa der Vorstellung, Deutschland vollständig zu deindustrialisieren und als einen Agrarstaat für die Nachbarn ungefährlich zu machen. Aber diese ohnehin nicht ernsthaft verfolgten Pläne, die waren schnell aufgegeben. Es kam zu einer sehr pragmatischen, auf eine Wiedergewinnung deutscher Stabilität ausgehenden Politik. Insbesondere war die Politik des Aufbaus eines westdeutschen demokratischen Staates aufrichtig gemeint und wurde auch ehrlich durchgeführt. Es war wirklich die Absicht, Deutschland, den westlichen Besatzungszonen, aus denen die Bundesrepublik Deutschland wurde, eine neue Chance zu geben. Obendrein musste man vor diesem zerstörten Land, verkleinert und geteilt, ohnehin nicht so viel Angst haben wie vor dem Reich, das aus dem Ersten Weltkrieg besiegt hervorgegangen und immer noch sehr groß war. Obendrein gelang es, das politische Leben in den westlichen Besatzungszonen sehr wirkungsvoll neu zu beleben, mit Wahlen beginnen auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene, mit einem mehr und mehr partnerschaftlichen Verhältnis zu den Besatzungsmächten. Hinzu kam reale Hilfe. Es braucht ja Geld, um investieren zu können. Und die Amerikaner begriffen schnell, dass man auf den Kapitalmärkten etwas tun müsste, damit Kredite ausgereicht werden können. Das sah der Marshallplan vor und über ihn kam man gut 1,5 Milliarden Dollar, was damals eine sehr, sehr große Geldsumme war, in den kritischen Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland nach Westdeutschland, wo es freilich wesentlich weniger war als die wesentlich weniger zerstörten Länder Frankreich und Großbritannien erhielten. Aber der Leidensdruck in Deutschland war halt auch entsprechend groß, sodass man auch aus wenig viel zu machen verstand. Hinzu kam ferner die große Attraktivität der amerikanischen Kultur und Lebensart für viele Intellektuelle, auch für junge Leute. In manchen Fällen war es sozusagen auch noch eine nacheilende Besiegung der Nazis, die ja die insbesondere in den USA aufkommende und sich popularisierende Jazzmusik rassistisch als Negermusik etikettiert hatten und von einem jeden deutschen Menschen verlangten, dass er sich von diesen ganz grässlichen, nicht marschartigen Rhythmen fernhalten sollte. Es war einfach auch ein inneres, ein klimatisches Aufräumen mit der Welt des Nationalsozialismus. Obendrein machten die Amerikaner den klugen Schachzug, viele junge Leute, insbesondere angehende Intellektuelle, in die USA zu verfrachten. Nicht im Weg der Zwangsdeportation, sondern über Stipendien, in der Erwartung, dass diese Leute dann, nach Deutschland zurückgekehrt, freiheitliches Verfassungsdenken verbreiten würden. Und in Deutschland selbst gab es Bemühungen einer Umerziehung oder Neuerziehung der Deutschen, die nun freilich, wenn Sie so alte Filme diesbezüglich ansehen, die ab und zu so manch Lächerliches hatten. Man wollte den Deutschen sogar beibringen, wie man geht an der Stelle des Marschierens. Aber es war immerhin gut gemeint und hatte dann auch gute Folgen. Und obendrein wurden in der Bundesrepublik Deutschland vernünftige wirtschaftliche Grundentscheidungen getroffen. Im großen inhaltlichen Streit zwischen Sozialdemokratie und CDU. Die Sozialdemokraten brachten das Argument vor, in dieser zerstörten Situation könne man doch nicht auf die Kräfte des freien Marktes bauen. Lediglich eine vernünftige staatliche Planung könne dieses zerstörte Land wieder aufbauen. Die CDU, nicht zuletzt unter dem Einfluss des ersten Wirtschaftsministers der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, war genau anderer Meinung. Man solle Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Leute selbst nach dem für sie Besten strebten. Und daraus würde dann, Adam Smith lässt grüßen, auch so etwas wie Gemeinwohl entstehen, weil die CDU die erste Bundestagswahl gewann und Konrad Adenauer Ludwig Erhard gewähren ließ. Und weil Erhard ohnehin als Wirtschaftsdirektor zuvor schon bei der Einführung der D-Mark die Weichen mitgestellt hatte, setzte sich der CDU-Kurs durch und es erwies sich im Nachhinein, dass das nicht ganz unvernünftig war. Während in Deutschland in den 50er Jahren schon die erste Fresswelle über das Land rollte, hatten die Briten immer noch Lebensmittelmarken. Freilich nicht für sämtliche Güter, für einige aber schon. Und auf dem Godesberger Parteitag von 1900 in den späten 50er Jahren, anfangs der 60er, hat dann die deutsche SPD auch ihre Grundposition revidiert und ist eingeschwenkt auf den Kurs der sozialen Marktwirtschaft. Wie verstand sich denn dieser neue Staat?
der allen schlechten Aussichten zum Trotz sich dann doch sehr erfolgreich entwickelte. Eines Tages wollten jene, die das Grundgesetz machten und den neuen Staat betrieben, die zum großen Teil schon in der Weimarer Zeit politisch aktiv gewesen waren, eines Tages wollten sie die Fehler des Weimarer Systems überwinden, jene Fehler der Verfassungsordnung und Verfassungspraxis, welche die Republik schlecht funktionieren hatten lassen und freie Bahn für die Nazis geschaffen hatten. Und was waren die Fehler, die man überwinden wollte? Zu welchen verfassungspolitischen Neuentscheidungen führten sie, die unser Land bis heute prägen? Das erste war, dass man von dem Abstand nahm, was man in der Rechtswissenschaft Positivismus nannte. Nämlich die Vorstellung, dass alles das Recht ist, was ein zur Rechtsetzung befugtes Organ zum Recht macht. Also alles, was ein Parlament beschließt oder jemand, der zur Gesetzgebung befugt ist, beschließt, ist Recht und mehr könne man über das Recht nicht sagen. Auf diese Weise konnte man im Schoß einer formalen Rechtsstaatlichkeit so etwas Entsetzliches wie den deutschen Rassismus der Nazis praktizieren. Dagegen wollte man setzen die Idee, dass das Recht, das Parlamente machen oder Regierungen anwenden, seinerseits zurückgebunden sein muss an vorstaatliches Recht, insbesondere an Menschenrechte, die einem Menschen nicht vom Staat gewährt werden, sondern die ein Mensch einfach deswegen besitzt, weil er ein Mensch ist. Sowas nennt sich materielle Rechtsstaatlichkeit und sie wurde ganz bewusst gesetzt an die Stelle der rein formalen Rechtsstaatlichkeit der Weimarer Republik. Das Zweite, was man unbedingt erreichen wollte, war, dass politische Verantwortung nicht wieder versickern konnte, wie das in der Weimarer Zeit zwischen dem Reichstag und dem mit starken Reservekompetenzen ausgestatteten Reichspräsidenten möglich war. Man wollte sicherstellen, dass sich die politischen Parteien nicht mehr aus der Verantwortung stehlen konnten, etwa in der Weise, wir wollen keine unpopulären Entscheidungen im Parlament treffen. Im Zweifelsfall kann ja der Reichspräsident unpopuläre Entscheidungen durchsetzen. Es sollte die Alleinzuständigkeit für politische Entscheidungen beim Parlament beziehungsweise bei der vom Parlament getragenen Regierung liegen. So etwas nennen sich Legitimationsmonopol. Kein anderes staatliches Organ ist vom Volk legitimiert, politisch zu handeln, als das Parlament. Und es führt zum parlamentarischen Regierungssystem. Das heißt, ein Regierungssystem, das aus dem Parlament heraus die Regierung bestellt und keinen gesonderten Wahlakt für den obersten Inhaber der Exekutivmacht vorsieht. Also es wurde konsequent das parlamentarische Regierungssystem eingeführt. Es gab bis heute keine autonome Legitimierung des Staatsoberhauptes. Der Bundespräsident wird von den Abgeordneten des Bundestages gewählt und einer gleich großen Anzahl von Delegierten, die von den Landtagen der deutschen Länder in Proportionalität zu den in den Landtagen sitzenden Parteien und den Bevölkerungsstärken der Bundesländer bestellt werden, sodass der Bundespräsident sich niemals darauf berufen kann, hinter ihm stünde ja das Volk, das ihn mit Mehrheit gewählt habe. Und man stellte sicher, dass es überhaupt keine nicht parlamentarische Legitimierung wichtiger politischer Entscheidungen geben solle, insbesondere keine Volksabstimmungen. Das saß dem Glauben auf, dem Parlamentarischen Rat mehrfach vorgebracht worden ist, dass die Weimarer Republik an Volksabstimmungen zugrunde gegangen sei, was hinten und vorne nicht stimmt, aber der zeitgemäßen Deutung entsprach, dass zu viel Einflussnahme seitens des Volkes lediglich demagogische Führer begünstigen würde und deswegen nach Möglichkeit aus der Verfassung fernzuhalten sei. Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu sehen, dass jene Länderverfassungen, die vor dem Grundgesetz in Kraft traten, sehr wohl plebiszitäre Instrumente hatten, etwa die hessische Verfassung, die Verfassung von Nordrhein-Westfalen oder die bayerische Verfassung, dass aber jene Landesverfassungen, die nach der Ausarbeitung und Verabschiedung des Grundgesetzes erarbeitet wurden, keine plebiszitären Instrumente mehr hatten. Dieser große Horror vor Volksabstimmungen hat sich erst im Zusammenhang mit der Errichtung der Ordnung des Grundgesetzes ergeben und ist dann, Gottlob, nach der Wiedervereinigung verflogen
weil die ostdeutschen Länder unter dem Eindruck der friedlichen Revolution sich allesamt plebiszitäre Instrumente zugelegt hatten und dann die westdeutschen Länder auch nachzogen, die noch keine hatten. Bloß auf Bundesebene konnte man sich zu einer Korrektur dieser nicht ganz glücklichen Entscheidung bislang nicht durchringen. Obendrein ist in der Ordnung des Grundgesetzes anerkannt worden, dass politische Parteien zu einer repräsentativen Demokratie gehören. Im klassischen deutschen Verfassungsdenken galten politische Parteien als so nicht richtig zur Verfassungsordnung gehörend. Sie waren zwar da, aber so die latente Vorstellung, besser wäre es um die Demokratie bestellt, wenn es keine Parteien gäbe, sondern sich der Volkswille gleich wie sonst umsetzen würde. Die Weimarer Reichsverfassung hat Parteien denn auch nur mit einem einzigen Satz, der einem Fußtritt gleichkam, bedacht, der im Wesentlichen so lautete, dass die Beamten Diener des Staates und nicht einer politischen Partei sind. Das Grundgesetz hat immerhin anerkannt, dass die politischen Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken und dass ihre Gründung frei ist. Aus dieser Formulierung machen dann manche Leute dann die Vorstellung, dass die politischen Parteien nicht mehr tun dürften als politische Willensbildungsveranstaltungen und politische Bildungsveranstaltungen durchzuführen, dass es illegitim sei, dass die Parteiführer sich in die Parlamente wählen ließen und dann auch die wichtigsten Regierungspositionen besetzten. Aber immerhin ist selbst dieser von manchen Leuten immer wieder missverstandene Satz, dass die politischen Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken, ein großer Fortschritt in Bezug auf den Fußtritt, den die Weimarer Reichsverfassung den politischen Parteien verpasst hat. Obendrein kam man in den Diskussionen über das anzuwendende Wahlrecht zu einer, wie vielen Leuten scheint, sehr glücklichen Lösung. Wann immer man Parlamente wählt, hat man ein doppeltes Problem zu lösen. Das erste Problem besteht darin, die politische Präferenzverteilung in der Bevölkerung irgendwie in den Vertretungskörperschaften wiederzuspiegeln. Das geht am besten durch ein reines Verhältniswahlrecht, wie es sich die Deutschen in der Weimarer Republik beigelegt hatten und wie es etwa die Israelis oder die Niederländer bis heute haben. Das führt dann freilich dazu, dass die Abgeordneten von ihren Parteiführungen abhängig werden, weil diese dafür sorgen, dass die Listen, welche die Wähler am Wahltag ankreuzen, eine solche Reihenfolge der Kandidaten aufweisen, dass jene, die den Parteiführungen liebsam sind, so weit oben stehen, dass sie wirklich ins Parlament kommen. Und das führt dazu, dass die Parteien oder dass die künftigen Abgeordneten sich im Wesentlichen nach innen absichern müssen, das heißt, auf die Wünsche der Parteiführung zu achten haben und keinen vernünftigen Anreiz haben, sich um die Bürgerschaft als Bürgerschaft zu kümmern, weil ein Verhältniswahlrecht kommt im Grunde ohne Wahlkreise aus. Wenn man eine enge Bindung von Abgeordneten an die Bevölkerung haben will, muss man Wahlkreise vorsehen, in denen Abgeordnete ihr Mandat erringen, wie etwa die Briten solche Wahlkreise haben, was dazu führt, dass die Abgeordneten entweder in ihren Wahlkreisen sich durchsetzen oder gar nicht ins Parlament gelangen. Man kann es auf französische Weise machen, mit zwei Wahlgängen, die hintereinander geschaltet sind. Und das war im Grunde das Wahlrecht, welches das Deutsche Kaiserreich verwendet hatte. Ein solches Wahlrecht mit Wahlkreisen arbeitend führt nicht notwendigerweise zu einer proportionalen Verteilung der Abgeordneten verschiedener Parteien im Parlament proportional zur Präferenzverteilung der Bürgerschaft. Sodass man im deutschen Fall vor der Frage stand, was machen wir denn? Wollen wir wieder ein Wahlrecht haben, das zwar die Basisbindung von Abgeordneten sichert, aber keine proportionale Repräsentation sicherstellt? Oder wollen wir ein Wahlrecht haben, das zwar proportionale Repräsentation sicherstellt, aber keine Bindung der Abgeordneten an die Bürgerschaft erzwingt? An dieser Stelle kam man zu einem Kompromiss. Man führte ein Verhältniswahlrecht ein, nachdem die Gesamtsitzzahl des Bundestages bestimmt wird, teilte aber das Wahlgebiet auf in Wahlkreise und sorgte dafür, dass die Hälfte aller Abgeordneten
in Ein-Personen-Wahlkreisen gewählt wurden und erzwang damit eine enge Basisbindung von Abgeordneten und lebenstüchtige Basisgliederungen politischer Parteien. In Kauf nahm man damals, dass sogenannte Überhangmandate entstehen, dass es also möglich ist, dass eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr gemäß der das Verhältniswahlrecht verkörpernden sogenannten Zweitstimme zustünden. Das haben die Deutschen jahrzehntelang ertragen, bis dann aus gleich welchen Gründen die Vorstellung aufkam, das sei ganz furchtbar. Und das bringt uns in das aktuelle Wahlrecht, wo sämtliche Überhangmandate durch Zusatzmandate ausgeglichen werden, was den Bundestag sehr stark aufblähern kann, und bringt uns in aktuelle Wahlrechtsdiskussionen, die ganz gewiss die nächste Wahlperiode wieder bestimmen werden. Obendrein beugte man der Parteienzersplitterung, welche die Weimarer Republik gekennzeichnet hatte, dadurch vor, dass man eine Sperrklausel ins Wahlgesetz einführte, nämlich jene berühmte Klausel, dass nur solche Parteien in die Parlamente einziehen, die bei den Wahlen mindestens 5% der Zweitstimmen errungen haben, bei Bundestagswahlen alternativ 3 Direktmandate. Das alles schrieb man nicht in die Verfassung, weil das galt ja als eine pragmatische Frage, die man, wenn es soweit sei, regeln könnte. Und es war durchaus nicht unweise, dass man sich bei der Verfassungsgebung nicht mit gleichwohl wichtigen anderen Fragen belastet hat. Obendrein ergab sich in der Bundesrepublik Deutschland die Nachrangigkeit der Nation oder des Nationalstaates als operativer Bezugsrahmen von Politik. Es war ohnehin die Nation aufgeteilt. Das Deutschland gab es ja nicht mehr. Es gab die westlichen Besatzungszonen, es gab die sowjetische Besatzungszone und es gab die unter polnische oder sowjetische Verwaltung gestellten Ostgebiete, von denen die Rechtslage und die allgemeine Auffassung damals die war, dass nach einer bestimmten Zeit sie wieder zu Deutschland zurückkehren würden. Die Nation war zerschlagen. Und es war völlig klar, dass die Teile Deutschlands in die jeweiligen großen Machtblöcke eingebettet waren. Und für Westdeutschland war klar, dass man nicht kommunistisch werden wollte. Dass also man gut daran tat, den Westteil des Landes fest ins westliche Militärbündnis und später in das westliche politische Bündnis der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu integrieren, um auf diese Weise Schutz gegen das zu haben, was man nach 1945 in der Ausdehnung und Verfestigung sowjetischer Beherrschung Ost- und Südosteuropas erlebt hatte. Daraus entstand dann die Vorstellung, dass deutsche Politik nie wieder eigenständig in der Weise sein sollte, dass die deutsche Regierung beschließt, was sie will und die anderen Staaten einfach mit ihren Entscheidungen konfrontiert. Der Leitgedanke war, deutsche Politik ist grundsätzlich multilateral. Eine Politik, die mit den Nachbarn abgestimmt ist und am Anfang von den Nachbarn überhaupt erst einmal mit Zustimmung versehen wird. Und innenpolitisch nahm diese Nachrangigkeit der Nation die Form an, dass man sich einfach damit abfand, dass es das einige Deutschland nicht mehr gab. Deutschland als Sprachgemeinschaft, als Kulturgemeinschaft, als Nation mit gemeinsamer Geschichte freilich schon. Dass aber der westdeutsche Teilstaat nicht das ganze Deutschland wäre, sodass zum Integrationsinstrument eben genau jener provisorische Notbehelf wurde, mit dem man das politische Leben neu begonnen hatte, nämlich das Grundgesetz. Der Leitgedanke war, dass dieses neue Land integriert wird durch Verfassungspatriotismus, durch innere Anteilnahme, innere Zustimmung an einer freiheitlichen Verfassung und dass die Frage, ob das nun ein Deutscher wäre oder ein Österreicher oder sonst jemand, der diese Verfassungsprinzipien akzeptiere, im Grunde nachrangig sei. Das öffnete den Weg zu jener Einwanderungspolitik, deren Folgen die deutsche Innenpolitik in den nächsten Jahrzehnten ganz gewiss sehr tief prägen werden. Das waren also die besonderen Merkmale des neu entstandenen deutschen Systems, entstanden aus Überwindung des Weimarer Systems und Weimarer Nachdenkens über die gedemütigte deutsche Nation, aus der reaktionärer Trotz entstand. Im Fall der Gründung der Bundesrepublik Deutschland akzeptierte man in der beschriebenen Weise einfach, dass die Nazis Deutschland ruiniert hatten
und auch den deutschen Nationalstaat ruiniert hatten. Ansonsten verstand sich die neue Bundesrepublik als klare Gegengründung. Und zwar als doppelte Gegengründung. Eine Gegengründung zum politischen System des Nationalsozialismus, dessen Verbrechen allen vor Augen standen. Und freilich auch als Gegengründung zum in der sowjetischen Besatzungszone entstandenen politischen System der DDR. Beides wollte man nicht sein. Und beides prägt das Verfassungssystem bis heute. Worin besteht dieser Gegengründungscharakter zum Dritten Reich und zur Deutschen Demokratischen Republik? Dieser Gegengründungscharakter besteht in verschiedenen Elementen. Erstens, zum Leitprinzip der Bundesrepublik Deutschland wurde politischer Pluralismus. Es gibt nicht eine Vorstellung, die politisch richtig ist, sondern es gibt das Recht, unterschiedliche Vorstellungen vom Richtigen zu haben, ob das um die persönliche Lebensführung oder die politischen Ansichten betrifft. Sowohl im Dritten Reich als auch in der DDR war es anders. Es gab eine klare Vorstellung davon, was richtig ist, nämlich den Sozialismus aufzubauen oder ein von der überlegenen deutschen Rasse unter klarem Führerwillen regiertes System zu haben. Die zweite Unterscheidung oder der zweite Punkt, wo der Gegengründungscharakter deutlich wird, ist die Einschätzung der Rolle des Staates. Im Westen Deutschlands, wie überhaupt in den westlichen Demokratien, ist der Leitgedanke der, dass der Staat einfach ein Rahmen ist. Ein Rahmen, in dem sich die Gesellschaft mit ihren einzelnen Gruppen gemäß eigenem Ermessen der Gruppen entfaltet. Ein Rahmen, der lediglich dafür sorgt, dass nicht die einen die anderen betrügen oder bevormundern oder übervorteilen oder unterdrücken. Der sozialistische Staat, genauso wie der nationalsozialistische Staat, hat eine andere Staatsidee. Der Staat war jener Ausrichter des richtigen Lebens auf eine bestimmte Idee, sozusagen eine Gußform, in der eine Gesellschaft die von ihr anzustrebende Form empfing. Eine Gußform, in der für jeden Einzelnen so die richtige Lebensführung vorgesehen war. Entweder als glühender Nationalsozialist, von den Pimpfen über die HJ, über den Arbeitsdienst bis hin dann zur SS und zur Wehrmacht und später in die Ränge der NSDAP aufsteigend, oder als sich stets weiter allseitig vervollkommnender Kommunist, wie es das sozialistische Bildungsziel war. Der dritte Leitgedanke war der, dass die Gewalt, dass die Macht des Staates aufgeteilt sein sollte, damit kein Träger staatlicher Gewalt sich aus der Bindung der Verfassung und des Rechtes befreien könne. Der Leitgedanke des sozialistischen und des nationalsozialistischen Staates war ein ganz anderer, nämlich, dass die Gewalt des Staates ungebremst in den Dienst des Richtigen und des Guten gestellt werden solle. Alle Macht in die Hände jener Partei, die den Staat führt. So drückte es in etwas anderen Worten der Artikel 1 der DDR-Verfassung von 1968/74 aus. Die Deutsche Demokratische Republik ist die politische Organisation der Werktätigen zu Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Da siedelt die Macht und von da aus wird der Staat geprägt. Nichts kann westlichen Verfassungsdenkern fremder sein. Und obendrein wurde zum Leitgedanken die materielle Rechtsstaatlichkeit. Das Recht, das der Staat setzt, kann der Staat nicht nach Lust und Laune oder nach politischen Vorlieben setzen. Das Recht, das der Staat setzt, muss mit vorstaatlichen Menschenrechten in Übereinklang sein. Das Recht ist nicht dafür da, politischen Gestaltungswillen, gleich welcher Art, in Verwaltungshandeln umsetzbar zu machen, sondern das Recht ist dafür da, dem Staat Handlungsschranken zu setzen. Diese Denkweise prägt unser Staatswesen tatsächlich bis heute und das ist auch gut so. Andernteils verstand sich dieser neue Staat, der da entstand, durchaus nicht als etwas völlig Neues. Die Bundesrepublik Deutschland verstand sich und versteht sich bis heute als die Fortsetzung des Deutschen Reiches, lediglich eben territorial beschränkt, zunächst auf die Westzonen und dann auf das, was von Deutschland nach Abtrennung seiner Ostgebiete übergeblieben ist. Das nannte sich immer der Kontinuitätsanspruch und wurde konkretisiert dadurch, dass die Bundesrepublik Deutschland stets anerkannte, dass sie für die Schuld des nationalsozialistischen Reiches moralisch aufzukommen hat
und für die Schulden des Reiches, die materiellen Schulden natürlich auch. Die DDR hat ein anderes Selbstverständnis. Nach ihrem Selbstverständnis war sie, weil sie eine neue Gesellschaftsformation heraufgebracht hatte und ein antifaschistischer Staat war, ein Staat, der mit dem nationalsozialistischen Reich nicht das Mindeste zu tun hatte und folglich weder dessen Schuld noch dessen Schulden anzuerkennen hatte. Obendrein verstand sich die Bundesrepublik Deutschland als einziges demokratisch legitimiertes Staatswesen auf deutschem Staatsgebiet. Punkt. Jetzt sind Sie dran. Die Frage lautete im Wesentlichen, ob denn die zumal in Ostdeutschland zu beobachteten Blockaden die Schuld der Nazis anzuerkennen als Teil der Geschichte der eigenen Nation, zu der man sich verhalten muss, dass die insbesondere in Ostdeutschland zu beobachtenden Versuche, hier von einem Schuldkult zu sprechen, einer schändlichen Erinnerungskultur, die eine 180-Grad-Wende verlangte, ob das damit zu tun hätte, dass die DDR sich absolviert hätte gegenüber der Geschichte, weil sie ja mit den Nazis nie etwas zu tun hatte. Im Unterschied zu Westdeutschland, das sich genau in die Tradition des Nazireiches und folglich seiner Verbrechen stellte. Meine Antwort lautet, ja, das hat damit zu tun. In der Deutschen Demokratischen Republik hat nie eine Auseinandersetzung mit der DDR in der westdeutschen Art stattgefunden, dass sozusagen der Schoß noch fruchtbar ist, aus dem das kriechen kann und man folglich jede neue Generation gegen die Versuchungen nationalsozialistischen oder rassistischen Denkens sozusagen impfen muss. Die DDR war davon überzeugt, mit ihrer sozialistischen Gesellschaftsformation gibt es überhaupt keine Anfälligkeit für Nationalsozialismus und faschistische Haltungen und folglich musste man nichts tun. Und auf diese Weise sind zwei, drei Generationen nicht intellektuell und emotional in der notwendigen Weise in die Lage versetzt worden, mit den Verbrechen der Nazis und der daraus erwachsenen Verantwortung für alle nachfolgenden Generationen angemessen umzugehen. Zum anderen verstand sich die Bundesrepublik Deutschland als das einzig demokratisch legitimierte Staatswesen auf deutschem Boden. Und in der Tat hatten ja in der sowjetischen Besatzungszone, abgesehen von den ersten Landtagswahlen, die für die SED so unansehnlich ausgingen, dass man dieses Experiment lieber nicht wiederholte, hatten also in der sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik keine wirklich freien Wahlen stattgefunden. Weswegen die Westdeutschen sagten, die einzige deutsche Regierung, die sich wirklich auf Zustimmung der Wahlbevölkerung stützen kann, das ist die Westdeutsche. Und weil ja die Ostdeutschen bei der Gründung dieses neuen Staates nicht mitwirken konnten, Sie entsinnen sich, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten ihre Teilnahme an der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz nach einem Tag zu beenden hatten, deswegen habe man mitgewirkt für jenen, denen es versagt war, an der Gründung des neuen Staates selbst beteiligt zu sein. Dabei hatte man nicht nur die Leute in der sowjetischen Besatzungszone im Sinn, sondern auch die deutschen Ostgebiete, die unter polnischer und russischer Verwaltung standen. Etwas, was im Bundestag, etwa in den Eröffnungsreden der Alterspräsidenten des Bundestages, bis zu Beginn der 60er Jahre immer wieder zu hören ist. Dass man an jene denkt, die hier leider Gottes nicht vertreten sein können. Und das war eben nicht nur die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist dann der sogenannte Alleinvertretungsanspruch. Deutschland wird von der westdeutschen Regierung als Völkerrechtssubjekt so lange vertreten, bis in der DDR freie Wahlen durchgeführt worden sind und eine frei gewählte Regierung, gestützt auf ein frei gewähltes Parlament, entscheidet, was mit der DDR werden soll. Genauso ist es dann im Jahre 1990 auch gekommen. Ferner verstand sich die Bundesrepublik Deutschland als ein Provisorium, als die Vorstufe eines künftig neu zu erringenden oder zu errichtenden deutschen Gesamtstaates. Das ist das, was immer der Wiedervereinigungsanspruch hieß, der ja auch in der Präambel des Grundgesetzes ausgedrückt gewesen ist. Ein Wiedervereinigungsanspruch, der jahrzehntelang als völlig illusorisch galt, als eine machtpolitische Lächerlichkeit, der aber dennoch von einem Teil, der immer kleiner wurde, aufrechterhalten wurde und dann eben tatsächlich die Grundlage für die Wiedervereinigung werden konnte, weil allen entsprechenden Wünschen zum Trotz ist damals eben der Artikel 23 Grundgesetz nicht abgeschafft worden, der vorsah,
dass dieses Grundgesetz in allen anderen Teilen Deutschlands dann in Kraft zu setzen sei, wenn diese dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten. Insgesamt gehörte zum bundesdeutschen Selbstverständnis, dass Deutschland, hier Westdeutschland zunächst, künftig nie wieder einen Sonderweg geht, also den klassischen deutschen Weg zwischen Ost und West einnimmt. Deutschland als Mittler gehört nicht ganz zum Westen, gehört nicht ganz zum Osten, steht irgendwie außerhalb des Restes Europa. Der Leitgedanke war der, Deutschland geht keinen Sonderweg, macht keine Eigentouren, sondern ist Teil der westlich-transatlantischen Wertegemeinschaft. Und eben das bezeichnet der Begriff der Westintegration, konkretisiert durch die Eingliederung in die NATO, in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, aus der in verschiedenen Stufen später die Europäische Union wurde. Diese Westorientierung, zunächst des westdeutschen Teilstaates und nach der Wiedervereinigung des Gesamtstaates, ist schon am Ende der 50er Jahre von fast zwei Dritteln der Deutschen, in den 60er Jahren von einem Großteil, von weit über drei Vierteln, von vier Fünfteln der Deutschen akzeptiert worden. Allerdings wünschte sich ein starker Anteil, über ein Drittel bis weit in die 1980er Jahre hinein, lieber eine Neutralität Deutschlands, Westdeutschlands, als eine Zugehörigkeit zum westlichen Bündnis. Heutzutage hat es etwas Merkwürdiges, diese Debatten nachzuvollziehen, in Bezug worauf soll denn die Bundesrepublik Deutschland heute neutral sein? Was soll Deutschland als Politik machen, wenn es sich nicht in die westlichen Bündnissysteme der Europäischen Union und der NATO integriert? Soll Deutschland wie das Kaiserreich einen einzigartigen Platz in der Mitte Europas anstreben und fallweise Bündnisse treffen, einen Rückversicherungspakt mit Russland schließen? Sie merken in diesen Fragen, dass alte geopolitische Probleme durchaus zurückkehren und dass es kein Selbstläufer ist, an dieser Westintegration, an diesem Verzicht auf Sonderwege festzuhalten. Wobei mein persönlicher Ratschlag wäre, die Grundentscheidung für die Integration Deutschlands in die westliche Staatenwelt beizubehalten und keine für unser Land und die europäische Architektur riskanten Sonderwege je wieder zu gehen. So viel zum Selbstverständnis dieses neuen westdeutschen Staates, der es damit ja auch durchaus weit gebracht hat. Nachdem wir also nun wissen, wie dieser Staat in der Geschichte der deutschen Regierungssysteme steht und warum er so geworden ist, wie er ist, lohnt es, die Spielregeln des deutschen politischen Systems anzusehen, feierlich zu nennen, die normativen Grundlagen. Und tatsächlich ist es so, dass man ein Spiel nur dann begreift, wenn man die Regeln kennt. Stellen Sie sich jemanden vor, der die Schachregeln nicht kennt und beobachtet ein Schachturnier. Es gibt für ihn nichts Langweiligeres. Jemand kennt die Baseballregeln nicht und beobachtet ein Baseballspiel. Es gibt für ihn wenig Langweiligeres. Stellen Sie sich vor, jemand sieht ein Handballspiel und meint, es wäre Fußball. Er kommt aus dem Schimpfen über das falsche Verhalten der Spieler überhaupt nicht mehr heraus. Es ist in keinem dieser Fälle etwas mit dem Schachspiel, mit dem Baseballspiel, mit dem Fußball- oder Handballspiel falsch. Falsch ist die Erwartungshaltung derer, die das Spiel betrachten. Und deswegen muss man an der Erwartungshaltung, am Verständnisrahmen arbeiten. Und genau aus diesem Grunde ist es so wichtig, die Spielregeln unseres politischen Systems vorab gut zu begreifen. Ausgangspunkt der Weise, wie bei uns Politik gemacht wird, ist tatsächlich Pluralismus. Pluralismus meint, dass Menschen verschiedene Interessen haben und dass das Ganze in Ordnung ist, Interessen, die Menschen selbst bestimmen. Und genauso ist die Spielregel in Deutschland. Ferner mein pluralistisches Denken, dass es vernünftiger ist, diese ohnehin vorhandene Interessenvielfalt zu akzeptieren, als sie zu vereinheitlichen. Und deswegen soll der Staat seinen Bürgern nicht vorschreiben, was sie meinen müssen, was sie für richtig halten sollen, sondern der Staat hat einfach einen stabilen Rahmen zu bieten, in dem unterschiedliche Vorstellungen zum Ausdruck gebracht und in Konkurrenz gesetzt werden können. Und insgesamt soll das politische System, so die Spielregel und so auch bei uns die Praxis,
Soll das politische System auf Interessenkonkurrenz aufgebaut werden, auf Konkurrenz zwischen verschiedenen Verbänden, verschiedenen Parteien, verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, wobei allgemeinverbindlich, also zum Gesetz, zum Regierungshandeln nur das wird, was eine Mehrheit, die in freien Wahlen und oder in freien Abstimmungen zum Ausdruck gebracht wird, was eine solche Mehrheit so entscheidet. Und natürlich fragt man sich nun, ja, wie soll denn das gehen, wenn Leute ganz verschiedene Interessen haben? Der eine will das haben, was der andere besitzt. Wie schafft man unter solchen Umständen Frieden? Ja, die Antwort ist im Grunde ganz einfach. Es braucht bestimmte Dinge, über die man sich einig ist. Einen Minimalkonsens, bestehen aus einem Wertekonsens, einem Verfahrenskonsens und einem Ordnungskonsens, über den wir noch sprechen werden. Und es braucht einen Schutz von Minderheiten und von Schwachen. Denn Leute, die in der Interessenkonkurrenz ständig unterliegen, werden irgendwann den Spaß am Spiel verlieren und nicht mehr mitmachen. Dann zerfällt ein Gemeinwesen. Deswegen gehört zum Pluralismus stets auch Schutz von Minderheiten und von Schwachen, worin immer der Minderheitsstatus oder das Schwachsein bestehen mag. Knapp kann man formulieren, dass genau ein pluralistischer Staat, wie dieser Staat einer sein will und ist, die Voraussetzungen eines friedlich bleibenden Streites immer wieder neu schaffen muss, zu denen Respekt vor dem Gegner und Gewaltlosigkeit gehören. Und deswegen muss ein solcher Staat viel in politische Bildung investieren, was unser Staat offenkundig nicht in ausreichendem Umfang getan hat und tut. Und obendrein muss dieser Staat, weil er auch ein Staat von Minderheiten und von Schwachen ist, sich ganz besonders um soziale Gerechtigkeit bemühen, damit die innere Zustimmung zu diesem Staatswesen erhalten bleibt. Auch da kann man diskutieren, in welchem Umfang dieser Staat soziale Gerechtigkeit herstellt. Was ist nun genau der Minimalkonsens, jener Bereich, worüber nicht zu streiten ist, der Streit freigestellt wird? Der Wertekonsens, er bezieht sich einesteils auf die allgemeinen Menschenrechte. Würde des Menschen, Recht auf Leben, Freiheit und so weiter. Und die Folgen der Akzeptanz von allgemeinen Menschenrechten ist, dass man schnell erkennt, dass zu den Menschenrechten auch politische Teilhabe, Selbstbestimmung gehört, was zum Verlangen nach Demokratie führt, und dass zu den Menschenrechten auch praktizierte soziale Gerechtigkeit gehört, ist ohnehin sehr leicht zu verstehen. Zum Wertekonsens gehört dann genau auch noch die Sicherung von Vielfalt. Vielfalt selbst ist ein Wert, weil nur in Vielfalt Freiheit erlebbar und auslebbar ist. Der Verfahrenskonsens schließt insbesondere die Gewaltfreiheit ein. Denn was nutzt einem ein Streit, wenn eine Streitpartei Angst hat, sich zu äußern? Welchen Vorteil habe ich in einem Streit, wenn ich den anderen einschüchtere, sodass er sich nicht mehr traut, mir zu widersprechen? Folglich muss genau des Lernens aus Streitwillen auf jede Form von Einschüchterung und Gewaltausübung verzichtet werden. Und natürlich gehört zum Verfahrenskonsens auch die Herstellung von Chancengleichheit. Es bleibt ja die Lobpreisung von Streit eine völlig leere und lächerliche Formel, wenn man dafür sorgt, dass ohnehin nur bestimmte Leute oder Gruppen sich durchsetzen können und andere nicht. Insbesondere die Chancengleichheit für politische Parteien ist unverzichtbar für eine von Parteien getragene Demokratie. Und erwähnt sie auch noch der Ordnungskonsens, es muss schon auch Einvernehmen darüber geben, welcher Streit vor welchen Gremien ausgetragen wird. Was ist ein Streit, der vor ein normales Gericht gehört? Was ist ein Streit, der vor ein Verwaltungs- oder Verfassungsgericht gehört? Was ist ein Streit, der im Parlament entschieden werden muss? Was ist ein Streit, in dessen Verlauf man demonstrieren und gegendemonstrieren muss? Man braucht Konsens über die angemessenen Arenen, wobei man natürlich über die Angemessenheit auch streiten darf, gewaltfrei und mit Respekt vor dem jeweiligen Gegner. Warum ist genau das der Minimalkonsens? Ja, es sind Erfahrungen aus der Geschichte, gerade auch aus der deutschen Geschichte, aus der Geschichte jener deutschen Staatlichkeit, die der Bundesrepublik Deutschland vorausging und die ersten 40 Jahre deutsche Staatlichkeit im Osten Deutschlands begleitete.
Der Minimalkonsens wird in Deutschland auch noch sehr präzis ausgedrückt durch die Prinzipien, durch den Prinzipienkatalog der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und weil das bis zur Bewertung aktueller politischer Parteien und Bewegungen von großer Bedeutung ist, weil auch sämtliche deutsche Sicherheitsbehörden auf der Grundlage dieses Katalogs freiheitlich-demokratischer Grundordnung und ihrer Kriterien arbeiten, ist es sinnvoll, auch darauf zu blicken. Denn die FDGO ist tatsächlich der auch in der Verfassung selbst benannte nichtstreitige Sektor deutscher politischer Diskurse. Im Grundgesetz gibt es immer wieder Passagen, wo die Rede davon ist, dass politische Parteien oder Vereinigungen, die der freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechen, sie beseitigen wollen, verboten sind. Aber was sind die Kriterien, an denen man festmacht, ob eine politische Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft? Als zum ersten Mal in Deutschland eine Partei verboten werden sollte, nämlich die Sozialistische Reichspartei, eine lupenreine Nachfolgeorganisation der NSDAP, und als das Verfassungsgericht zu urteilen hatte, musste das Gericht die Kriterien festlegen, anhand derer es ausmachte, dass diese Partei verfassungswidrig sei. Und da legte das Bundesverfassungsgericht fest, was die Kriterien freiheitlich-demokratischer Grundordnung sind, also die Dinge, die in diesem Staat von jedem zu akzeptieren sind. Das ist zunächst die Achtung vor den Menschenrechten, so wie sie im Grundgesetz konkretisiert sind, und die wohlgemerkt einen materiellen Rechtsstaat ausmachen. Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen, sondern des Menschen. Sie zu achten und zu schützen ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Menschenrechte, die dann anschließend konkretisiert werden, sind es, an die sämtliche Staatstätigkeit zu binden ist, weswegen mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung jegliche Erscheinungsform, etwa von Rassismus, voll und ganz unvereinbar ist. Zweitens benennt das Gericht die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die Unabhängigkeit der Gerichte, was beides zentrale Elemente von formaler Rechtsstaatlichkeit sind. Formale Rechtsstaatlichkeit ist nicht gering zu schätzen. Sie ist wichtig und bringt einen sehr weit voran in der Regelung des menschlichen Zusammenlebens. Aber ohne die materielle Rechtsstaatlichkeit gleitet sie leicht in Situationen ab, wo selbst Leute, die Juden auf Eisenbahntransporte verbracht und in KZs in den Tod getrieben haben, oder Leute, die in anderen deutschen Diktaturen Menschen eingesperrt und erniedrigt haben, anschließend sagen, ja, wieso beklagst du dich heute über angebliches Unrecht? Es war vor 10, vor 20 Jahren die Gesetzeslage so, dass du objektiv von mir zu verfolgen oder vom Leben zum Tod zu bringen warst. Ich habe nur den Gesetzen gehorcht, was ist daran falsch? Denn genau diese Haltung führt rein formale Rechtsstaatlichkeit, weswegen sie zu ergänzen ist um materielle Rechtsstaatlichkeit, also um die Bindung sämtlicher Gesetzlichkeit an vorstaatliche Menschenrechte. Das Dritte, was das Verfassungsgericht benennt, ist die Gewaltenteilung. Und die Gewaltenteilung ist natürlich komplex zu verstehen. Sie besteht eben nicht nur aus der Trennung der Funktionen von Gerichten, Parlament und Regierung. Sie fängt an mit der sozialen Gewaltenteilung. Das heißt, es gibt keine soziale Gruppe, keinen Stand, keine Klasse, die von der Teilhabe an politischer Macht ausgeschlossen sein darf. Gewaltenteilung beinhaltet die dezisive Gewaltenteilung. Das heißt, Pluralismus, unterschiedliche Verbände und Organisationen, die sich für ihre Ziele einsetzen und zu diesem Zweck auch Macht entfalten. Gewaltenteilung besteht in vertikaler Gewaltenteilung, das heißt, Kommunen haben eigene staatliche Zuständigkeiten, die Länder haben eigene, der Bund hat eigene, die Europäische Union hat eigene, ja sogar darüber hinausgehende internationale Organisationen haben im Sinn der deutschen Verfassungssystematik eigene Zuständigkeiten, die auch unmittelbare Wirkung auf dem Bundesgebiet entfalten können. Das Vierte ist die horizontale Gewaltenteilung, also die Rollendifferenzierung von Parlamenten, Regierungen und Gerichten. Dann kommt dazu die temporale Gewaltenteilung. Macht wird auf Zeit vergeben und kann nur dann neu errungen werden, wenn man in freien Wahlen sein Mandat verlängert bekommt, was über den sogenannten Wiederwahlmechanismus dazu führt, dass jene, die Macht ausüben, nicht auf Dauer von dem abweichen können, was die Regierten zu akzeptieren bereit sind.
Schon manche deutsche Partei ist wegen unzulänglichen Regierens an der 5%-Klausel gescheitert, selbst nachdem sie bei Wahlen zuvor dreimal so viele Stimmen errungen hatte. So manche deutsche Partei ist aus ihrer Regierungsverantwortung abgewählt worden oder hat Angst, abgewählt zu werden. Und spätestens dann begreifen auch Spitzenpolitiker, dass man schon auf jene Leute hören muss, deretwegen man ja eine Demokratie betreibt, nämlich das Wahlvolk, beziehungsweise die mit Staatsbürgerrechten ausgestatteten, schon länger im Lande Lebenden. Und obendrein gibt es noch die konstitutionelle Gewaltenteilung, was meint, dass für die Veränderungen der Spielregeln, also der Verfassung, höhere Mehrheitsanforderungen gegeben sind als für einfaches Gesetzesrecht. Aber das versteht sich von selbst. Und das alles zusammen macht jene Gewaltenteilung aus, die in Deutschland gemäß den Regeln freiheitlich-demokratischer Grundordnung gegeben sein muss und die Gottlob in der Praxis auch gegeben ist. Ferner verweist das Bundesverfassungsgericht als einen zentralen Bestandteil, als einen unaufgehbaren Bestandteil freiheitlich-demokratischer Grundordnung auf die Volkssouveränität. Das ist mit Verlaub ein schiefer Begriff. Souverän ist die oberste und allen gesetzlichen Bindungen übergeordnete oder von ihnen freie Macht, was eine berühmte Definition von Souveränität ist. Es ist im Verfassungsstaat auch das Volk nicht souverän. Auch das Volk hat nicht das Recht, sich über Menschenrechte hinwegzusetzen. Folglich macht das Denken in Souveränitätsbegriffen relativ wenig Sinn. Auch das Volk lebt unter den Bedingungen der Verfassung. Folglich ist es viel richtiger oder wäre es viel richtiger, statt von der Volkssouveränität zu sprechen, vom Demokratieprinzip. Dass nämlich der Staat so organisiert sein muss, dass die Regierenden nicht allzu weit oder nicht allzu lange von dem abweichen können, was die Regierten tatsächlich zu akzeptieren bereit sind. Das nächste elementare Prinzip freiheitlich-demokratischer Grundordnung, welches das Verfassungsgericht genannt hat, ist die Verantwortlichkeit der Regierung. Ich verweise darauf, dass das nicht eine Lehrformel ist, sondern dass es um erzwingbare Responsivität geht, um erzwingbares Sich-Einlassen auf das, was andere in einem politischen System für wichtig halten. Wenn ich Ihnen kurz vor Augen führe, wie denn Verantwortlichkeit in der Praxis funktioniert, können Sie stets erkennen, dass genauso unser politisches Spiel abläuft. Verantwortlichkeit als Grundlage aller politischen Kontrolle meint, dass der A, und sei es ein Bundespräsident oder ein Bundesminister oder ein Bundeskanzler, dass der A dem B auf seine Fragen antworten muss. Und der B kann sein ein Abgeordneter, ein Journalist, auch ein einfacher Bürger. Antworten können nicht verweigert werden. Dem einfachen Bürger, wenn keiner von der Presse dabei ist, gegenüber schon. Bei der Bundespressekonferenz macht es sich schon schlecht, wenn ein Minister sagt, nein, auf Ihre Frage antworte ich nicht. Und vor dem Parlament muss die Regierung antworten. Dafür gibt es die ganzen Interpellationsrechte, also die Fragerechte. Und da ist schon mindestens ein Bundesminister um sein Amt gebracht worden, weil er falsch geantwortet hat. Das meint Verantwortlichkeit. Man muss, auch wenn man es lieber nicht täte, weil man Dreck zu verbergen hat, man muss anderen, insbesondere der Opposition, insbesondere kritischen Journalisten, auf ihre noch so unangenehmen und bohrenden und schmerzenden Fragen antworten. Es geht nun der Mechanismus weiter. Der B, der Oppositionsführer, ein kritischer Abgeordneter, ein Journalist etwa vom investigativen Spiegel, der B ist völlig frei, mit den Antworten des A zufrieden zu sein oder nicht zufrieden zu sein. Er kann dem Minister sowieso glauben oder nicht glauben. Er kann anschließend sagen, der Minister hat sehr ausweichend geantwortet und er hat Folgendes beschwiegen, was ich aus anderer Quelle weiß. Das heißt, die Antwort erledigt noch nicht die politische Debatte. Die Antwort, wenn sie unbefriedigend für einen kritischen Fragenden ausfällt, die Antwort befördert sogar die Debatte und macht sie besonders unangenehm. Hinzu kommt, dass der B als Reaktion auf die Antworten von A Dinge tun kann, die der A wünscht. Also etwa er klatscht und sagt, du bist ein toller Minister, wie du wieder gezeigt hast, wie recht du mit deinen Entscheidungen hattest. Der B kann aber auch sagen, hey, das Wesentliche hast du gar nicht angesprochen. Nämlich das läuft schief und das und das. Und die Entscheidung, die so katastrophale Folgen hat, hast jetzt du sie getroffen oder nicht?
Und idealerweise kann man dann noch eine Akte hochhalten, wo der entsprechende Aktenvermerk drinnen steht, sodass man einen Minister beim Lügen festnageln kann. Das ist das Wesentliche. Nach unbefriedigenden Antworten von Regierungsmitgliedern vor der Bundespressekonferenz, bei sonstigen Pressekonferenzen im Parlament oder sonst wo, kann die Opposition sagen, dieser Minister ist jetzt endgültig untragbar geworden. Oder dieser Bundeskanzler hat nur noch konfuse Ideen, er kann nicht mehr erklären, warum er dies oder jenes tut oder unterlässt. Er soll zurücktreten. Tja, und solche Forderungen, massenmedial verstärkt, haben gar nicht wenige Minister und mindestens einen Bundeskanzler zum Rücktritt gezwungen. Folglich wird ein vernünftiger Politiker solche Reaktionen vorhersehen, mit ihnen rechnen, sie antizipieren. Und wenn er, weil die Spielregeln eben so sind und auch durchgesetzt werden, selbst unangenehmen Fragen nicht ausweichen kann, werden zumindest vernünftige Spitzenpolitiker sich bemühen, Dinge zu unterlassen, die sie, wenn bekannt geworden, nicht vernünftig erklären oder rechtfertigen können. Das heißt, die Verantwortlichkeit der Regierung zwingt der Regierung ein Handeln in relativ engen Handlungskanälen auf. Vorausgesetzt, Regierungsmitglieder wollen ihre Ämter behalten. Wenn ein Regierungsmitglied falsch handelt oder unzweckmäßig handelt und sein Handeln nicht erklären kann und dann unter öffentlichem oder oppositionellem Druck zurücktreten muss, ja, dann ist auch erreicht, was man erreichen will. Nämlich untaugliche Inhaber staatlicher Gewalt aus ihren Ämtern zu vertreiben. Und wenn Sie das alles begriffen haben, dann haben Sie begriffen, warum Verantwortlichkeit der Regierung tatsächlich von zentraler Bedeutung für eine freiheitliche Demokratie ist. Man muss auch zwischen den Wahlen Spitzenpersonal aus dem Amt vertreiben können. Und das geht über unangenehme Fragen, blöde Antworten und massenmediale Kritik bis hin zu konstruktiven Misstrauensvoten in Parlamenten. Der Grundsatz in einem freiheitlichen Staat muss sein, Verantwortlichkeit darf niemals versickern. Man muss den Staat so einrichten, dass es immer jemanden gibt, der sich nicht auf einen anderen hinausreden kann. Dass das nicht immer in dieser Republik gelingt, ist freilich auch wahr. Gerade bei den Euro-Rettungsaktionen scheint am Schluss niemand so richtig verantwortlich gewesen zu sein. Aber darüber kann man dann auch wiederum, wie es sich im Pluralismus gehört, streiten. Das nächste Prinzip, welches das Verfassungsgericht benennt, ist das Mehrparteienprinzip mit der Chancengleichheit für alle politischen Parteien. Das setzt Pluralismus in die politische Arena um und leuchtet eigentlich ein. Manchmal freilich nicht. Was ist mit Parteien, die man nicht mag? Was ist Parteien, deren Positionen und Personal einem völlig zuwider sind? Sollen die auch chancengleich mit uns Vernünftigen und Guten und Klugen um politischen Einfluss konkurrieren können? Die einzig systematisch richtige Antwort lautet ja. Die Tatsache, dass man jemanden nicht mag oder eine politische Position ablehnt, heißt nicht, dass es Unrecht wäre, diese Position vorzutragen. An dieser Stelle scheint mir, dass wir uns in unserer politischen Kultur auf einer abschüssigen Bahn befinden und immer die Hoffnung haben, dass politische Parteien, die wir nicht mögen, durch Meinungsdruck oder durch unangenehme Aktionen gegen Parteimitglieder und ihre Veranstaltungen, dass diese Parteien verschwendern. Das entspricht nicht den Spielregeln des politischen Systems. Das sind tatsächlich Fouls. Man kann sie wie beim Fußballspiel vielleicht entschuldigen, das ist ein taktisches Foul, ein strategisches Foul. Der Verteidiger musste in dieser Lage, wo ein Torschuss drohte, regelrecht den Angreifer umlegen und lieber den Elfmeter in Kauf nehmen, wenn es der Schiedsrichter schon sieht. Dann gibt es wenigstens eine Chance, diesen Torschuss abzuwehren. All das kann man im Einzelfall, wenn man mit einer Mannschaft besonders stark sympathisiert, wohl rechtfertigen, aber hoffentlich schlechten Gewissens rechtfertigen. Wenn man Fußballspiel immer nur unter der Prämisse spielte, dass jedes Mittel erreicht ist, den Gegner zu besiegen,
wird aus einem Spiel schnell etwas, was es nicht sein sollte, nämlich Feindschaft. Und Feindschaft tut auch einer freiheitlichen Demokratie nicht gut. Man muss darauf achten, dass es bei Konkurrenz, bei Gegnerschaft bleibt und keine bis in die Gewalttätigkeit reichende Feindschaft entsteht. Obendrein erwähnt das Verfassungsgericht als wesentlichen Bestandteil freiheitlich-demokratischer Grundordnung das Recht auf Bildung und Ausübung von Opposition. Opposition sind jene, die gerne eine andere Regierung hätten, weil sie glauben, sie selbst wären besser oder überhaupt andere wären besser. Opposition sind nicht jene, die das politische System beseitigen wollen. Oppositionelle sind solche, welche die freiheitliche demokratische Grundordnung aufrechterhalten wollen, aber gerne hätten, dass die Regierung abtritt oder abgewählt wird. Und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört das Recht, Opposition zu bilden und auszuüben. Und natürlich ist gemeint eine funktionstüchtige Opposition, eine Opposition, die die folgenden Dinge erfüllen kann. Opposition hat die Regierung zu kontrollieren, etwa über die Verantwortlichkeit. Man stellt unangenehme Fragen und behandelt die Antworten so, wie es einem politisch in den Kram passt. Wobei die oppositionelle Regierungskontrolle natürlich nicht nur auf die parlamentarische Kontrolle beschränkt ist. Ab und zu klingt es so, als sei außerparlamentarische Opposition etwas Ungehöriges. Es ist aber nichts Ungehöriges. Es ist ein Bestandteil einer freiheitlichen Ordnung, dass man auch außerhalb des Parlaments zum Ausdruck bringt, was man will oder nicht will. Oppositionelle Kontrolle vollzieht sich in Parlamenten, wenn Oppositionsparteien eben parlamentarische Sitze haben. Sie vollzieht sich aber natürlich auch außerparlamentarisch und natürlich dürfen auch Organisationen, die keine politischen Parteien sind, die Regierung kontrollieren. Durch unangenehme Fragen, durch Protestaktionen, gleich wie. Kontrolle der Regierungsmehrheit wird geleistet vor allem durch öffentliche Kritik. Unzufrieden sein mit den Antworten der Regierung auf unangenehme Fragen und Versuch, medialen Druck auf Veränderung der Regierungspolitik oder auf Veränderung der Regierungsmehrheiten auszuüben. Zu den Funktionen von Opposition gehört die Bereitstellung von Alternativen, Sachalternativen. Die Regierung will folgende Politik machen, etwa in finanzpolitischen oder Euro-Rettungsfragen. Es ist die Aufgabe von Opposition zu sagen, wie es besser ginge, nach Meinung der Opposition. Die muss ja nicht richtig sein, darüber kann man und soll man ja streiten. Programmalternativen, also einen gesamten Politikansatz zu hinterfragen und zu sagen, nö, es geht eigentlich besser, nämlich so. Und Personalalternativen. Es gibt einen Regierungschef und jemand anderer sagt, ich wäre ein besserer Regierungschef. Wählt bei der nächsten Wahl mich. Das ist nicht ungehörig, das ist keine Majestätsbeleidigung. Das ist genau die Erfüllung von Oppositionsfunktionen. Es gehört zu den Aufgaben der Opposition die Thematisierung von Problemen, welche die Regierung lieber liegen lassen würde. Es gibt immer so Themen, die sind unangenehm. Etwa, wie verfährt man mit Zugewanderten, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben? Nach Abschluss ihres Asylverfahrens sind sie ausreisepflichtig. Wie verfährt man mit ihnen? Drückt man dann beide Augen zu und sagt, na ja, jetzt wollen wir nicht herzlos sein. Es ist der Mensch ja schon seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren in Deutschland. Oder will man sie abschieben? Na, reden wir lieber nicht drüber. Es sind da nicht so furchtbar viele. Wir können mit der Sache eigentlich ganz bequem leben. Das ist Dethematisierung. Und Dethematisierung betreiben Regierungen in der Regel auf Politikfeldern, wo sie etwas ratlos sind, wo sie wissen, dass manches nicht ganz rund läuft, wo sie wissen, dass man manches eigentlich auch verändern müsste, sich aber aus welchen Gründen auch immer nicht trauen, etwas zu verändern, weil es keine innerparteiliche Mehrheit gibt, weil es keine innerkoalitionäre Mehrheit gibt, weil man von früheren Positionen, die man bezogen hat, abrücken müsste. Es ist sehr wohl die Aufgabe von Opposition, überall dort, wo politisch Andersdenkende glauben, dass die Politik nicht richtig ist, diese Themen vorzubringen, ob es den jeweils Regierenden gefällt
oder nicht gefällt. Es ist nicht Aufgabe von Opposition, der Regierung nach dem Munde zu reden, sondern sie zur Rede zu stellen, auch durch Thematisierung von unangenehmen Dingen. Die Frage war im Wesentlichen, ob angesichts der großen Flüchtlingswelle, die im Herbst 2015 in unser Land kam, die Opposition denn tatsächlich Probleme thematisiert hat und ob das richtig war, wie sich die Opposition verhalten hat. Tatsächlich im Bundestag haben auch die Oppositionsparteien die Politik der Bundesregierung unterstützt. Und daran ist nichts Falsches. Es gibt keine Verpflichtung, gegen die Politik einer Regierung bloß deswegen zu sein, weil man nicht an der Regierung beteiligt, sondern in Opposition ist. Es war völlig legitim, dass die Linke und die Grüne Partei die Politik der Kanzlerin unterstützt haben und keine Opposition leisteten. Aber Opposition findet ja nicht nur im Parlament statt. Außerparlamentarische Opposition ist genauso legitim. Außerhalb des Parlaments vollzog sich sehr wohl Opposition. Die Opposition brachte einer deutschen Partei, die zuvor schon in die Bedeutungslosigkeit abgesunken war, einen großen Aufschwung in der Wählergunst. Einen so großen Aufschwung, dass die im Bundestag vertretenen Parteien anfingen, ihre Politik zu modifizieren. Richtig war, dass tatsächlich jene Leute, die meinten, die Politik der Regierung sei falsch, mit ihrer gegenläufigen Ansicht in die Öffentlichkeit gegangen sind und die Oppositionsfunktion der Thematisierung von Problemen, welche die Regierung lieber liegen lässt, vollzogen haben. Unrichtig war die Haltung der politischen Klasse zu sagen, das dürft ihr nicht, weil ihr redet nicht so schön wie wir, ihr habt moralisch nicht so wertvolle Vorstellungen wie wir. Und wer seid ihr überhaupt, dass ihr glaubt zu wissen, was an Einwanderungspolitik für unser Land gut sei? Schweigt lieber, denn wir wissen es besser. Das war die unrichtige, die arrogante Reaktion, die dann eben durch Wahlerfolge von Oppositionsparteien an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht wird und anschließend Politikkorrekturen nach sich zieht. Und an der Stelle sehen Sie, wie wichtig Opposition mit ihren Funktionen ist. Wirkungsvolle Opposition macht ein politisches System leistungsfähiger, weil wirkungsvolle Opposition die politische Klasse zum Lernen zwingt und spätestens am Wahltag auch die Mehrheiten verändern kann, auf die sich ein etabliertes Regierungshandeln bislang verlässt. Ob das alles richtig ist, was die Opposition, die außerparlamentarische oder die parlamentarische, sagt, ob das alles richtig ist, was die Regierung dagegen hält, das ist eine ganz andere Frage. Darüber kann und soll gestritten werden. Nicht gestritten werden sollte unter vernünftigen Menschen darüber, dass Opposition im Parlament oder außerhalb des Parlaments das Recht hat, Dinge zu thematisieren, die man von der politischen Klasse nicht angemessen thematisiert empfindet. Bitte. Die Frage war, ob große Koalitionen, die dazu führen, dass die Opposition relativ klein ist, nicht die Demokratie gefährden könnten, weil die Opposition sich nicht ausdrücken kann. Die Antwort lautet, das hängt von den Umständen ab. Wenn die Regierung eine Politik macht, die die Mehrzahl der Bevölkerung will, dann ist es kein Schade, wenn die Opposition relativ schwach und stimmenlos ist. Wenn die Politik der Regierung in Probleme hineinführt, ist es schlecht, wenn niemand die Probleme benennt. Und wenn Opposition auch noch von den innersten Überzeugungen her die Regierungspolitik trägt und die Regierungspolitik einige Macken und Schwierigkeiten hat, dann haben wir ein Problem, allerdings weniger mit der Demokratie als vielmehr mit der politischen Wachheit derer,
die eigentlich über Politik und ihre Konsequenzen nachdenken müssten. Und unterm Strich ist es schon gut, wenn die Regierungsmehrheiten so klein wie möglich sind und es so starke Opposition wie nur irgendwie möglich gibt. Also so starke Regierungsmehrheiten wie gerade nötig, aber so kleine wie gerade möglich und so starke Opposition wie nur irgendwie möglich, damit stets Lerndruck auf der politischen Klasse besteht. Wobei die Stärke der Opposition, die zahlenmäßige Stärke der Opposition, noch nichts darüber aussagt, wie inhaltlich triftig ihre Anliegen sind. Aber das ist immer eine gesonderte Debatte. Das ist die Debatte um die Inhalte. Und hier geht es darum, klarzumachen, wie ein politisches System zu organisiert sein hat, das eine leistungs- und lernfähige freiheitliche Demokratie betreiben will. Gottlob ist es in unserem Staat so, dass es im Grunde genauso funktioniert, wie es gemäß den Regeln funktionieren soll. Was macht die Opposition, um Dinge zu thematisieren? Sie macht öffentlichkeitswirksame symbolische Aktionen. Die können ab und zu auch darin bestehen, dass man wochenlang im Kreis herumläuft. Die Opposition benutzt plebiszitäre und quasi-plebiszitäre Instrumente. Eine hessische Landtagswahl wurde dadurch entschieden, oder wurde vermutlich dadurch entschieden, dass die damalige Opposition eine Unterschriftenaktion zur Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts durchführte, obwohl das außerhalb der Kompetenz eines Bundeslandes liegt. Aber das mobilisierte die öffentliche Meinung um ein damals für wichtig gehaltenes Thema herum. Und durch alle diese Mittel kann Opposition ihre Themen voranbringen und der Regierung lästig werden. Die vierte Aufgabe der Opposition ist die Integration derer in das Staatswesen, welche zwar die Regierung ablehnen und die Politik der Regierung ablehnen, aber eben erleben, man ist nicht hilflos ausgeliefert. Man kann der Regierung Schranken ihrer Gestaltungsmacht setzen. Man hat die Chance, etwa in Landesparlamente einzuziehen und durch Veränderung von Bundesratsmehrheiten dafür zu sorgen, dass eine bei der Bundestagswahl herbeigeführte, gleich welche, Mehrheit im Bundestag durch eine anderslautende parteipolitische Mehrheit im Bundesrat ausgeglichen und konterkariert wird. Und Opposition integriert dann und dadurch, wenn Oppositionelle die Hoffnung haben können, dass sie eines Tages selbst regieren können, alleine oder mit anderen, dass sie also etwa die 5%-Hürde in Parlamenten übersteigen können und dann vielleicht als Koalitionspartner in Frage kommen. Also Macht ausüben können und nichts integriert politisch Andersdenkende stärker als das sichere Vertrauen darauf, dass dann, wenn man wirklich Dinge vertritt, welche ein nennenswerter Teil der Bevölkerung will, dass man dann im Sinn dieser Dinge tatsächlich im Staat mitwirken kann. Und Gottlob, ich wiederhole mich, ist es in unserem Land so, dass all diese Funktionen von Opposition im Grunde sehr gut erfüllt werden. Das also ist freiheitlich-demokratische Grundordnung und sie ist nichts Schlechtes. Feinde unserer Demokratie sind jene, welche die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpfen. Und in der Begriffsprägung der Bundesämter für Verfassungsschutz und der Staatssicherheitsbehörden nennt man Leute, welche die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpfen, Extremisten. Wobei es völlig egal ist, aus welchen Gründen man die soeben behandelten Prinzipien freiheitlich-demokratischer Grundordnung bekämpft, weil man besonders antireligiös ist oder besonders religiös ist, besonders links, besonders rechts, besonders oberschichtenhörig, besonders unterschichtenhörig oder besonders mittelschichtenhörig. Die Motive tun nichts zur Sache. Extremist ist, wer aus welchen Gründen auch immer diesen Minimalkonsens unseres Staates ablehnt. Das vorausgeschickt, schauen wir uns nun die Verfassungsprinzipien dieses Landes an. Früher gab es 4, seit den Verfassungsrevisionen der 90er Jahren haben wir 5 Verfassungsprinzipien im Detail und sie sind eingebettet in 2 übergeordnete Verfassungsprinzipien. Das übergeordnete Verfassungsprinzip ist das der wertgebundenen Ordnung. Wertbindung geht aus dem Grundgesetz auf das Klarste hervor. Der Artikel 1 sagt, und ich zitierte ihn schon, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wie wird das umgesetzt? Oder was liegt dem zugrunde? Zugrunde liegt dem ein Bekenntnis, das zunächst Wohlfeil ist, das aber dann durch konkrete Politik ausgefüllt werden muss und in Deutschland seit Jahrzehnten auch ziemlich gut ausgefüllt wird.
Das deutsche Volk, das ist natürlich völlig falsch. Es müsste heißen, die schon länger auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland Lebenden bekennen sich darum, Vorsicht, Ironie im Übrigen, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. An einem solchen Bekenntnis ist sachlich nicht das Mindeste falsch. Und wenn sich jedes Volk dazu bekennen würde, wäre es auf unserem Planeten wesentlich besser. Und jetzt kommt die rechtstechnische Umsetzung. Die nachfolgenden Grundrechte, die nun aufgelistet werden, sie binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Die Rechtsfigur ist also die, die Menschenrechte gibt es. Man bekennt sich dazu, schreibt sie auf und dadurch ist klar, was sie genau bedeuten und sie gelten als unmittelbares Recht und bedürfen nicht erst einer weiteren Umsetzung durch Gesetze. Die Grundrechte gehen sämtlicher Gesetzgebung und natürlich sämtlichem staatlichen Verwaltungshandeln voraus. Das ist, wie Wertbindung in Deutschland konkretisiert wird. Artikel 1, Absatz 1 beschreibt den Staatszweck dieses Landes und anschließend wird die rechtstechnische Umsetzung von Menschenwürde beschrieben und materielle Rechtsstaatlichkeit festgelegt. Wie sichert man solche Wertbindung? Wie stellt man sicher, dass das nicht nur eine leere Formel bleibt? Erstens gibt es in diesem Land die sogenannte abstrakte und die konkrete Normenkontrolle vom Bundesverfassungsgericht. Abstrakte Normenkontrolle meint, dass eine Bundestagsfraktion, ein deutsches Bundesland, ein anderes Verfassungsorgan ein Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht bringen kann mit der Behauptung, das Gesetz widerspräche ganz oder in Teilen der Verfassung. Und das Verfassungsgericht stellt dann fest, ob das Gesetz der Verfassung mit ihrer Wertbindung entspricht oder nicht entspricht und kann dann entweder das Gesetz insgesamt aus dem Verkehr ziehen oder kann einzelne Artikel des Gesetzes aus dem Verkehr ziehen oder kann einzelnen Formulierungen des Gesetzes eine solche Deutung geben, in der allein das Gesetz mit seinen Normen angewendet werden darf. Konkrete Normenkontrolle lautet oder meint, ein jedes deutsche Gericht, welches ja Gesetze anzuwenden hat, darf jedes Gesetz, das es das Gericht anzuwenden hat, dem Bundesverfassungsgericht mit der Frage vorlegen, ob denn das Gesetz der Verfassung entspricht, welches das Gericht anwenden soll. Auf diese Weise ist in einer sehr effektiven Weise sichergestellt, dass unser Gesetzesrecht sich nicht von dieser Wertbindung unserer Verfassung entfernen kann. Und obendrein, aber das sagte ich schon, kann eben das Bundesverfassungsgericht ganze Gesetze für nichtig erklären oder Gesetzen eine Interpretation geben, in der allein sie von Gerichten oder von der staatlichen Verwaltung anzuwenden sind. Hier gibt es natürlich einige Bruchstellen. Die Bruchstelle 1 ist, was ist ein Mensch? Sind ungeborene Menschen schon Menschen? Bis zu welchem Monat nach der Zeugung ist ein Mensch kein Mensch und darf folglich getötet werden? Ab wann ist er ein Mensch und darf nicht mehr getötet werden? Wie schaut es am Ende des Lebens aus? Ist jemand, der bewusstlos ist, veralzheimert? Ist es noch ein Mensch oder ist es bloß noch ein Pflegefall? Und das sind aktuelle Debatten. Und eine andere Bruchstelle ist die, wie weit kann man denn als Deutschland unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte sichern, rein materiell, sei es auf deutschem Territorium oder durch deutsches Eingreifen anderswo? Wo endet die tatsächliche Fähigkeit, diese Wertbindung in konkrete Politik umzusetzen? Auch damit sind wir inmitten von aktuellen politischen Debatten. Was ist nun der Verfassungskern, an den sich unser Staat gebunden hat? Was sind die zentralen Werte? Die finden sich im Artikel 20 des Grundgesetzes. Da steht drinnen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Haben wir schon drei Prinzipien. Es steht ferner drinnen, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und so weiter ausgeübt. Das mit den Abstimmungen ist leider Gottes nicht so sonderlich entwickelt auf Bundesebene. Lediglich, wenn Ländergrenzen verschoben werden, was ganz selten vorkommt, kann das Volk die Volksabstimmung in Deutschland haben auf Bundesebene. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, das heißt an die Rechts-
Bindung des materiellen Rechtsstaates gebunden und Rechtsprechung vollziehende Gewalt sind an Gesetze und an Recht, ist gleich an vorstaatliches Recht gebunden. Und es steht noch drinnen, dass gegen jeden, der es unternimmt, diese freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen, also gegen jeden Extremisten, alle Deutschen das Recht zum Widerstand haben, aber nur, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wir haben inzwischen politische Debatten, wo manche Leute glauben, dass das Recht auf Widerstand in Anwendung zu bringen ist, wenn man die Politik der Bundesregierung bekämpft. Das ist albern und geht an der Sache vorbei. Natürlich ist auch hier das Verhältnismäßigkeitsgebot zu wahren. Und wer die Politik der Bundesregierung ablehnt, der kann jederzeit eine Partei gründen und für Wählerstimmen für diese Partei werben und in die Parlamente gelangen und sich als Oppositionspartei oder als möglicher Koalitionspartner anbieten, um dann bei Koalitionsverhandlungen zu verlangen, nur wenn die neue Bundesregierung, der wir angehören, Folgendes unterlässt oder dieses macht, sind wir Bestandteil der Regierung. Das ist der richtige Weg. Die Bestimmung hier ist für den Fall eines Staatsstreiches gedacht und für den Fall eines Bürgerkrieges, in der ein Teil der Deutschen ihre freiheitliche Ordnung gegen einen uneinsichtigen Teil verteidigen müsste, der die freiheitliche Ordnung aus gleich welchen Gründen zu beseitigen unternimmt. Dieser Artikel 20 ist die Verfassung in ihrer Kurzform, weil alles Wesentliche darüber, was unser Staat will, hier drinnen steht. Da oben ist das Sozialstaatsprinzip festgelegt, da oben ist das Bundesstaatsprinzip festgelegt, da oben ist auch das Demokratieprinzip festgelegt und im Artikel 2 natürlich auch. Das materielle Rechtsstaatsprinzip ist im Absatz 3 festgelegt und das materielle Rechtsstaatsprinzip seinerseits führt dazu, dass die Bundesrepublik Deutschland dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet sein muss und dem Demokratieprinzip verpflichtet sein muss. Das Bundesstaatsprinzip ergibt sich nur aus der deutschen Geschichte, das hat mit der Menschenwürde nichts zu tun. Das liegt einfach daran, dass bei uns die Staaten dem Gesamtstaat historisch und rechtlich vorausgegangen sind. Das gesagt haben, ist im Grunde auch klar, was ein materieller Rechtsstaat ist. Schauen wir zum Schluss noch ins Demokratieprinzip hinein. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Demokratie. Manche sind etwas stark romantisch und kinderbuchartig. Demokratie ist, wenn niemand herrscht. Demokratie ist, wenn Regierende und Regierte identisch sind. So kann man sich's vorstellen, aber eigentlich nicht mehr als erwachsener Mensch, der tatsächliche Staaten zur Kenntnis nimmt. Eine realistische Demokratievorstellung, wie sie in Deutschland Bestandteil des politischen Denkens der allermeisten und auch des Staatsrechts ist, geht davon aus, dass eben auch Demokratie eine Form der politischen Arbeitsteilung ist und es Regierende und Regierte gibt, so auch in diesem Lande. Soweit ich sehe, sitzt in diesem Hörsaal kein einziger Regierender, sondern lauter Regierte, ohne dass wir uns deswegen als unterdrückte Untertanen empfinden müssten. Demokratie besteht genau dann, und jetzt kommt die Formel, die ich oft verwende, wenn die Regierenden nicht allzu weit oder allzu lange von dem abweichen können, was die Regierten zu akzeptieren bereit sind. Und genauso ist unser Staat eingerichtet, nämlich über den Wiederwahlmechanismus. Alle unsere Politiker hängen davon ab, dass wir sie wählen oder nicht wählen. Das sind unsere Politiker und das sind wir. Wir überlegen, ob wir dem oder seiner Partei die Stimme geben. Unsere Politiker haben allesamt Ämter auf Zeit. Alle unsere Politiker verdanken ihre Ämter freien Wahlen. Keiner von denen musste gewählt werden. Keinen muss man wieder wählen. Jeden kann man abwählen. Jeder von unseren Politikern, mit Ausnahme des Bundespräsidenten nach der zweiten Wahlperiode, kann wiedergewählt werden. Es gibt keine Amtszeitbegrenzung. Wir haben die meisten politischen Ämter so eingerichtet, dass man auch gerne wiedergewählt werden möchte. Zumindest so lange, bis man die Altersgrenze erreicht hat. Es gibt kaum einen, der nicht mehr in den Bundestag hinein will, nachdem er eine Wahlperiode drinnen war. Es gibt kaum einen, der nicht wieder Bundeskanzler werden möchte, nachdem er einmal Bundeskanzler geworden ist. Viele möchten wiedergewählt werden. Weil aber das Wiedergewähltwerden davon abhängt, dass ausreichend viele Leute ihn wählen, bei Bundestagswahlen die eigene Partei, zumindest so viele die eigene Partei wählen, dass der Listenplatz, auf dem man sich befindet, noch zum Einzug ins Parlament berechtigt, ob ich als Bundeskanzler natürlich eine Mehrheit im Bundestag,
Weil ich aber abhängig bin, weil alle Politiker bei uns abhängig sind von der freien Entscheidung der Wähler, erlegt das ihnen während ihrer Amtszeit Restriktionen auf. Alle unsere Politiker haben starke Anreize, ihre Ämter so zu führen, dass die Wähler sie wirklich wieder wählen wollen. Sie sehen das an unserer Bundesregierung, insbesondere an dem CDU-Teil. Der CDU-Teil der Bundesregierung macht derzeit eine ziemlich andere Einwanderungspolitik, als der CDU-Teil der Bundesregierung sie im Jahr 2015 gemacht hat. Und der Hauptgrund ist der, dass der CDU-Teil der Bundesregierung den Eindruck hat, dass rechts von ihr eine neue politische Partei Stimmen an sich zieht, die heißt auch noch Alternative für Deutschland, und der will man die Stimmen nicht überlassen. Darum verändert man die Politik, auf dass man wiedergewählt wird. Das war jetzt holzschnittartig, aber ich glaube in der aktuellen politischen Lage für jeden verständlich. Infolgedessen sehen wir aus dem, was sich derzeit in Deutschland an parteipolitischen Veränderungen tut, dass dieser Wiederwahlmechanismus ziemlich gut funktioniert. Unsere Politiker können zwar sehr wohl während ihrer Amtszeit davon abweichen, was nennenswerte Teile der Bevölkerung zu akzeptieren bereit sind, aber eben nicht auf Dauer. Und genau dieses nicht auf Dauer die Bevölkerung ignorieren können, genau das konstituiert Demokratie. Und genau in diesem Wiederwahlmechanismus ist das Demokratieprinzip in Deutschland umgesetzt und durchgesetzt. Hinzu kommt, dass nach unseren Spielregeln jeder zu den Regierenden gehören darf und auch jeder in ihren Kreis gelangen kann, falls er oder sie sich in Konkurrenz mit Rechtsgleichen durchsetzt. Bei der Nominierung in den Parteien auf aussichtsreichen Plätzen, innerhalb der Parteien für Führungspositionen als Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidat und bei der Wahl eben um die Zustimmungsbereitschaft der Bevölkerung. Und weil das in Deutschland wirklich ziemlich gut funktioniert, können wir an dieser Stelle die heutige Stunde befriedigt schließen. Wertbindung und Demokratie funktionieren in diesem Land. Und was sonst noch funktioniert oder auch nicht, das behandeln wir das nächste Mal. Tschüss.